Hallo und willkommen, ich zeige euch hier auf Norwegian Bliss eine Midship Balcony Cabin der Kategorie BA für drei Personen. Und zwar ist das die 15824. Ja, dann kommt mal mit rein. So, Tür zu, damit hier Ruhe herrscht. So sieht die Balkonkabine aus, genauso wie die anderen, die ich euch schon gezeigt habe, die ihr auch auf unserem Kanal findet. Allerdings habe ich gedacht, ich mache die Kabine nochmal, weil hier das Sofa ausgeklappt ist zum Bett. Hier könnt ihr schön sehen, wie die dritte Person schläft. Ist auch eine vollwertige Matratze. Insofern hat man da auch einen tollen Schlafkomfort. Ja, die Kabine ist ja eigentlich genauso wie die andere Balkonkabine. Fangen wir beim Balkon an. Na, der Balkon ist ein bisschen größer als bei uns. Auf Deck 9, aber genauso ausgestattet. Ja, ein schickes drittes Bett, ein großes Doppelbett. Dann haben wir hier wieder den großen Spiegel, den Tisch mit Wasser, Eis, Kaffeemaschine, Blumen und dem Telefon. Darunter den Föhn, die Mülltonne, die Tisch- und Sitzgelegenheit, die man variabel umbauen kann. So, stellen wir das Schild mal wieder hin. Ne, tun wir nicht, fällt wieder um. So, da ist die Minibar. Also im Prinzip genauso aufgebaut wie die anderen Balkonkabinen, auch wie alle Kabinen. Nur, dass hier das Bett auch mal ausgeklappt ist. Mal sehen, wie die Schränke aussehen. Ja, die sind genauso groß wie die Schränke in unserer Balkonkabine auch. Spielt also keine Rolle, ob man zu zweit, zu dritt oder zu viert kommt. Die Schränke in den Balkonkabinen haben immer dieselbe Größe. Wir schauen noch mal kurz ins Bad. Auch hier wieder die ganz große Spiegelfläche, die Ablageflächen oben, unten und auch hier links noch ein kleines Schränkchen mit der Mülltonne und natürlich auch die Dusche. So, das war sie schon, die Balkonkabine Midship der Kategorie BA mit dem ausgeklappten Bett, dass ihr das mal sehen könnt, wie das aussieht, wenn eine dritte Person mit in der Kabine schläft. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne unten in den Kommentaren, wir beantworten sie euch. Danke, tschüss.